Hey und herzlich willkommen hier bei The Nosy Rosie. Ja, wie soll ich anfangen? Wir im Team haben jetzt endgültig eine Neuerung gefunden, und zwar eine, die euch wahrscheinlich sehr gut gefallen wird. Das Team hat sich dazu entschieden, neue Rosies einzustellen. Heißt aber auch, dass viele von uns Alten gehen werden. Wir sehen das einfach so, dass einige von uns Rosies mittlerweile zu alt sind, um weiterhin sich in 16-Jährige hineinzuversetzen, um weiter da zu bleiben, um weiter euch die Aufklärung zu leisten, die ihr in der heutigen Zeit braucht. Auch ich werde das Team verlassen. Der Freitag wird also demnächst frei für jemand Neues von euch. Und noch einige andere werden auch gehen. Gleich mal, um irgendwie Gerüchte oder so komplett wieder den Wind aus den Segeln zu nehmen: wir haben innerhalb des Teams keine Probleme. Wir gehen alle mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Auf der einen Seite ist es natürlich für uns, die jetzt gehen, ein einfacher Schritt, sich das schlechte Gewissen wegzublasen, indem man sagt, okay, ich bin jetzt ausgestiegen, ich habe jetzt den Videodrehstress nicht mehr. Natürlich werden wir aber auch das Miteinander kooperieren mit dem Team und mit den einzelnen Charakteren darin sehr, sehr vermissen. Deshalb, also ich denke einfach, dass das Team an sich so in Kontakt bleibt, nur dass es eben ab jetzt neue Nosy Rosies geben wird, die dann demnächst gecastet werden. Also ihr kriegt dann da Bescheid, sobald ihr irgendwelche Videos senden könnt. Für mich ist es auch sehr schwer. Ich habe mich in diesen knapp 2 Jahren sehr, sehr wohl in diesem Team gefühlt und auch in dem kompletten The Nosy Rosie Engagement und was wir alles auf die Beine gestellt haben und wie wir das alles geschafft haben. Und also wirklich ist es ja eine Sache gewesen, die wir komplett eigens auf die Beine gestellt haben. Wir waren unter keinem Vertrag hier bei YouTube. Wir haben das alles selbst finanziert. Also da einfach nochmal auch ein großes Lob an alle anderen Nosy Rosies. Was wir geleistet haben, ist wirklich sehr, sehr toll und wir haben es wirklich zu was gebracht. Nur, wenn es am schönsten ist, dann muss man gehen, heißt es ja immer so schön. Und ja, für mich ist jetzt einfach die Zeit gekommen. Bei mir ist es einfach wirklich so, ich kann mich in viele Fragen, die ich von euch auch auf meinem Privatprofil bekomme, nicht mehr identifizieren und denke dann auch immer so, ja, hä, das ist doch komplett normal. Und also ich sehe das einfach nicht mehr, aber ich bin in einer ganz anderen Zeit in meinem Coming-out gewesen als die meisten jetzt von euch und ich habe da irgendwie ganz andere Erwartungen gehabt und musste das auch alles ganz anders bewältigen. Heute macht man Facebook an oder irgendeine andere Website und man findet gleichgeschlechtliche, homosexuelle Jugendliche. Ja, ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich möchte euch nicht die ganze Zeit was mit auf den Weg geben, was heute eigentlich schon selbstverständlich ist. Und denke, dass dann einfach der frische Wind hier bei The Nosy Rosie guttun wird. Also das Team wird sich drastisch verändern, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Es werden viele neue Gesichter auftauchen, viele alteingesessene Hasen werden uns verlassen oder beziehungsweise werden euch verlassen. Und ich danke euch Zuschauern ganz besonders dafür, für diese schöne Zeit. Das Treffen in Hamburg war super, auch wenn ich da nur kurz war. Die ganze Dynamik zwischen dem Team und euch, das war einfach wirklich toll. Ihr habt sehr viel fleißig kommentiert, ihr habt uns mit Ideen überhäuft, ihr habt uns Geschenke gemacht, ihr habt uns geschrieben, ihr habt uns um Rat gefragt. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, dieses Projekt, und auch, dass ihr so tolle Zuschauer seid. Deshalb da nochmal ein großes Dankeschön von mir an euch. Und jetzt zeige ich euch einfach noch so ein paar der schönsten Nosy Rosie Szenen mit mir. Flippt einfach mal aus. Tut so, als wenn ihr betrunken seid, ja? Willkommen bei The Nosy Rosie!
ich bin eine Nosy Rosie, weil ich die Sarah und die Jen cool finde. Hey, Sarah! Hey! Hey, du bist auf YouTube! Echt? Oh mein Gott, lass uns anstoßen! Hey, guck mal, wir haben denselben Sekt! Echt? Voll geil! Lustig, ich hab's auf dem Bahnhof noch gekauft und du? Ja, ich auch. Autofokus funktioniert doch jetzt. Hey, krass, Sarah und ich, wir haben denselben Sekt, als ob wir uns schon mal gesehen hätten. Hm. Ja, haben wir auch. Ja. CSD in Hamburg. Ja, da seitdem haben wir den Sekt dabei. Genau. Da kommt jetzt die Laura an. Da fährt die S-Bahn nämlich schon ein. Aus dem Tunnel raus, seht ihr? Die S8. Schauen wir mal. Und der Sven, er guckt. Irgendwie steht Laura nirgends. Da ist sie! Echt? Da ist die Laura! Wo ist die Sonnenbrille? Hallo! Hallo! Was macht das denn jetzt schon einmal? Ich will mir mal ganz kurz klarstellen. Die kippen sich hier gerade die Birne zu. Lauter musst du, glaube ich, sprechen. Und ich trinke das gute, die gute Apfelschorle. Die schäumt aber ganz schön. Wo ist sie? Geil! Hallo! Hi, ihr seid alle so lieb! Hallo, ne? Hallo, endlich angekommen in Mainz! Und es macht dir ganz schlanke Beine. Doch, in einem klitzekleinen Haus, Beine, da schaut der Nikolaus heraus. Er hat eine Brille, klein und rund, ein langer Bart verdeckt den Mund. Er zieht nun seine Stiefel an, damit er losmarschieren kann. Einen Moment. Ja, aber so zeig, warte. So ist besser. Nochmal. Hallo, hier ist die Jen. Ja, wir sind hier heute am Set von 1 weiter gefragt, von dem Sender 1 Festival. Sagst du doch mal was. Ja, wir sind beide ganz schön nervös und sind mal gespannt, wie das jetzt hier gleich abläuft. Wir haben ja schon diese Geheimagenten mit groß. Ja, und jetzt geht's gleich los und wir sind ganz gespannt, wie das wird. Ja, und wir hoffen, es wird nicht so peinlich und wir verhaspeln uns nicht und ja, wir werden unser Bestes geben und The Nosy Rosie gut präsentieren und auch alle Homosexuellen. Ja, das war's. Der Freitag ist dann ab jetzt leer, bis eben neue Leute gecastet werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie mit mir in Kontakt bleibt. Ich schreibe euch nochmal alle Kontaktdaten in die Infobox und ja, meldet euch, wenn was ist. Ich bin trotzdem immer noch irgendwie im Internet vertreten und ich wünsche euch viel Spaß und auch dem Projekt viel Erfolg mit den neuen Nosy Rosies und würde sagen, das war's. Nicht mehr bis bald, sondern einfach nur noch tschüss. Macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute.